Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Mit einem kurzen Update zu LVG2Blue, denn ein, zwei gewisse Sachen sind hinzugekommen. Zum einen seine SA-Animation, die wir uns gleich anschauen werden, seine Passive wurde geleakt und sein Artwork. Also fangen wir direkt mal mit der SA-Animation an, damit ihr das auch seht, was ich damit meine, was auf sich hat. Und ihr dürft ja auf jeden Fall, also betrachtet hier nur die Essay-Animation, wie die Essay ist. Es hat ein bisschen Bugs, weil es geleakt wurde von französischen Letterminern, von Kowai und iSeriously. Shoutout an sie auf jeden Fall. Schaden dürft ihr auch nicht beachten. Das ist wirklich nur zur reinen Darstellung der Essay-Animation. Oh, die Essay-Animation, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, bin ich ehrlich, hat sie mich nicht so verblüfft. Soll nicht heißen, dass es nicht schlecht ist. Die S-Animation ist wirklich geil. Das ist eigentlich eine quasi simple Combo gegen Fusion Zamasu mit dem Finisher-Hieb, so auch wie auf seinem Artwork. Also wenn ich da nach und nach mehr überlege, ich denke mit der Zeit werden wir uns daran gewöhnen. Aber soll echt nicht heißen, dass es schlecht ist, sondern einfache, simple, solide SA-Boom raus damit. Und das ist die Ultra-Super-Attack, also Key, 18 Key plus SA. Dann haben wir sein Artwork. Das Ganze sieht so aus, natürlich auf Französisch, weil es von den französischen Lettermannen geleakt wurde. Für diejenigen, die nicht wissen, was er da eigentlich so drauf hat, gucken wir uns das Ganze mal kurz. Pausieren wir bitte. Genau, dankeschön. Er gibt den Hero-Charakter den Key plus 3 auf 470%. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe mit 50% gerechnet. Denn ihr dürft nicht vergessen, diese Unit ist ein Free-to-Play-Charakter. Und Free-to-Play-Charaktere sind eigentlich keine Leader, sondern sie sind Charaktere, vor allem Free-to-Play-Ally-Charaktere, die man in einem Team benutzt. Soll heißen, Free-to-Play-Charaktere, der Leader-Skill kommt nicht an Dokkan-exklusive Leader-Skills ran. Eigentlich, aber der Dude hat einen besseren Leader-Skill als der physisch Vegito-Blue. Deswegen hat mich das so überrascht. Und, also nehme ich auf jeden Fall an, ich habe kein Problem damit, dass es 70% sind. Wenn ein höherer Boost wäre, natürlich besser. Aber wie gesagt, primär sind es wirklich keine Leader eigentlich, die Free-to-Play-Charaktere. Vor allem die LF-Free-to-Play-Charaktere. Seine Essay macht... Hat wirklich gute Multiplayer, Greatly Raised Attack. Seine macht ein, ja klar, die erste macht Colossal Damage, die zweite Mega Colossal Damage. Seine Passive, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Und je weniger Key er hat, je weniger Leben er hat, desto mehr Key bekommt er auf ein Maximum von 10. Heißt, er ist darauf aufgebaut, quasi eigentlich seine Ultra Super Attack zu launchen, die wirklich sehr viel Schaden macht. Attack und F 80% hört sich vielleicht flach an, hört sich vielleicht wenig an für ein LR, aber ihr dürft nicht vergessen, das ist der erste LR, Free-to-Play-LR, der keinen konstanten, sondern prozentualen Boost hat. Und was ihr wirklich niemals unterschätzen dürft, Leute, niemals, sind die Multiplier auf der Super-Attack, denn das ist noch ein weiterer Boost auf den Angriff. Was meine ich damit? LR Vegito Blue, wir sind jetzt auf Dokkan Reddit, hat einen Multiplier, der ihn 350% gibt, wenn er ultet, anstatt von 250%, wie es bisher der Fall war für die LR. Heißt, er bekommt so, wenn er ultet, schon 100% mehr. Multiplier ist immer, das ist ein Multiplikator, der auf den Angriff des Charakters draufgesetzt wird, wenn er eine gewisse Key-Anzahl erreicht, und bei ihm ist es 350% statt 250% üblich. Zudem hat er Greatly Raises Attack, den Buff, dass sein Angriff sich greatly erhöht, wenn er ultet. Wir wissen nicht, was genau Greatly Raises Attack ist, wie viel Prozent das genau ist, aber was wir ganz hier wissen ist, das ist auch Dokkan Battle Wiki gelistet, dass Raises Attack den Angriff um 50% erhöht. Und Great Erase Attack, in dem Fall ist das mehr als 50%. Wir wissen nicht genau, wie viel das ist, 100%. Wir wissen es einfach nicht. Ich würde da jetzt keine Zahlen nennen, lieber. Sondern es ist auf jeden Fall mehr als 50%. Und das kommt er noch drauf, wenn er ultet. Und hier haben wir die Kalkulationen quasi auf Dokkan Reddit. Wenn wir das mal kurz so quasi hier durchgehen. Er hat die Kalkulation gemacht mit 200%, hat aber dann editiert, also 350% sind. Also sind es hier deutlich noch mehr Schaden, die er raushaut. Und die Unit hat wirklich... dann einen guten, soliden Angriff- und Verteidigungsboost, mit dem er Schaden macht, Leute. Unterschätzt ihn nicht. Er ist eine LR-Karte. Er hat seine Stats sind immens groß. Deswegen macht er an sich schon sehr viel Schaden. Und im richtigen Team bekommt er so oder so seine Boosts. Also, wir haben zwar in-game noch nicht die richtigen Showcases. Geht auch nicht, er ist nicht da. Aber die Kalkulationen, die auf diesen natürlich auch verlassen, das sind quasi im Endeffekt Zahlen, die man kalkuliert, die sind auf jeden Fall gut, Leute. Unterschätzt nicht, er kommt so quasi das höchste Maximum, sind mehr oder weniger, also totales Maximum, was da geht, sind um die 3 Millionen Crit. Aber, also 3 Millionen Crit sind auf jeden Fall schon sehr viel. Das dürfen wir nicht unterschätzen.
Und er ist ein Free-to-Play-LR, Leute. Free-to-Play-LR. Quasi Free-to-Play, 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 weil wir ihn auf 100% kriegen, alles free bekommen, Dupes und alles. Heißt, jeder wird ihn auf sein Maximum haben. Die Möglichkeit ist da. Und wenn ihr ein 100%, wenn ihr ein 100% LR Vegito Blue habt, es liegt im Namen. Der Dude macht Schaden, unterschätzt das nicht, Leute. Die Kalkulationen sind quasi hier schwarz auf weiß. Er macht wirklich viel Schaden, und zumal sein Multiplayer noch höher gesetzt wurde als angenommen. Anyways, Leute, so viel dazu. Kurze News-Updates. Was halt für sein Essay, was halt für sein Artwork, und stimmt ihr mir dazu, dass ihr ihn nicht unterschätzen solltet? Würde mich gerne wissen. Ich sag so oft, würde mich gerne wissen lassen, obwohl ich sagen will, das würde ich gerne wissen. Ihr könnt es mich in den Kommentaren wissen lassen. Sage ich einfach instant, würde mich gerne wissen lassen. Ich weiß, ob es den einen oder anderen aufgefallen ist, aber ich habe es auch einfach drin gelassen. GG. Anyways, Leute, runter in die Kommentare mit euch und lasst mich eure Gedanken dazu wissen. Bis dahin, haut rein. Peace.